Servus, grüßt euch meine lieben Oldtimer-Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode auf der Old Valley Farm. Mit dabei ist wieder der Manu. Moin Moin. Der Marvin. Servus. Und ich, der Samu. Samu. Kann man damit auch Gold waschen? Gold waschen? Da glaube ich nicht. So eine Goldwaschanlage. Oh, guck mal hier, zwei schöne Anhänger, wa? Oh, die können wir auch noch. Ey, so teuer sind die wohl wahrscheinlich gar nicht, wa? Man, da können wir uns aber überlegen, ne? Die sind zwar schon gut in die Jahre gekommen, aber fürs Häckseln? Die kriegst du bestimmt für so einen Huni oder so. Das Neueste, was da drauf, guck mal, da sind ja gute neue Reifen drauf. Das ist vielleicht das Teuerste im ganzen Wagen. Vielleicht beide mit 300 Euro? Nee, das glaube ich nicht. Ich meine zusammen irgendwie so, ich meine wegen den Reifen, guck mal. Ich schätze so 1000 Euro beide. Also einen Anhänger 500 so. Ja. Schau mal den hier an. Was denn? Oh, was ist das denn für ein Anhänger? Oh. Oh, das ist ein Zweiachser. Mulde, wa? Aber mit russischer Schrift drauf. Der kommt frisch aus Russland, Alter. Toll. Eure Reifen sind auch schon älter, wa? Der hintere hat ein bisschen Platten. Da. Oh, da ist aber ein schöner Anhänger hier. Schau mal, was hinten drauf steht. Ich bin zwar langsam, aber vor dir. Hey, der ist gut. Der hat sogar auricher Kennzeichen, da. Toll. Ah, das wäre noch so ein schöner kleiner Einachser für uns, wa? Ja, schon. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Oh, guck mal hier, ein MF-Drescher, du. Wahnsinn, ne? Da können wir leider nur nicht einsteigen. Der ist doch toll, wa? Aber noch besser finde ich fast schon den New Holland TX 34. Größer, der ist doch klasse. Ich glaube, mit dem New Holland können wir mehr schaffen. Schaut euch mal den Motor hier oben an. Ja, warte mal, wie bist du denn hochgekommen? Hoppala. Hier auf der anderen Seite ist die Leiter. Ja, hier. Ui! Das bin ich auch mal da. Der sieht aber gut in Schuss aus. Auch hier, Korntank hier. Ja, du musst von hinten. Hinten ist die Leiter. So. Komm da drauf, hilf mir. Ja, der Auspuff ist vielleicht schon ein bisschen angegammelt, aber sonst. Oh, ist auf den Kühler, da ist ja kein Deckel drauf. Da fehlt ein Deckel. Ja, Kühler. Hallo, du stehst jetzt gerade auf dem Kühler. Da fehlt ein Deckel. Ja. Lol. Da ist kein Deckel drauf, aber sonst. Mal schauen, wie sieht's beim Schneidewerk aus. So, den Deckel, den werden wir jetzt auch noch finden, wa? Das wäre ja nicht das Ding, ne? Das Schneidwerk. Da können wir vielleicht einen Preis ein bisschen drücken, Manu. Hä? Da können wir vielleicht einen Preis ein Wengerle drücken. Ja, genau. Da fehlt der Deckel. Ja. Also, soweit scheint hier alles intakt zu sein. Ja, das ist. Also, das ist wirklich klasse. Aber der Farbunterschied ist ein bisschen, seht ihr das? Die Farben passen nicht zueinander. Bisschen vergilbt, der Drescher, gell? Ja. Irgendwie schon, ja. Aber hier schön, dass er gute Bereifung hat, ne? Er hat zwar kein Allrad, aber gut. Nein, was hat der? Ein Sechszylinder da drauf? Guck mal, der hat sogar hinten einen Strohhäcksler. Kann man das sicherlich umklappen. Ist schon ein bisschen moderner, das Ding. Ja. Wo kommt der denn her aus? Polen. Auch aus Polen? Sieht aus wie Polen. Polener Kennzeichen. Ein gelbes Kennzeichen? Ja. Gelbes Kennzeichen steht ja eigentlich für Niederlande. Ist Polen. Naja. Ach Marvin, hey. Was machst du da denn schon wieder? Du bist doch... Ui, was ist das denn? Ah, da will ich mal reinsetzen. Oh, toll. So. Mann, Jutsu. Der ist ja super. Oh, der kostet sicherlich ein Vermögen, wa? Aber ich wüsste auch nicht, was wir damit jetzt anfangen sollten. Denn, der oder? Hier hat gar keine... Türen. Was? Hä, wo sind denn da die Türen? Ach, das ist ein Cabrio, Jungs! Da kann man das Verdeck noch abmachen, ne? Aber gut, der hat Forstsachen dran, wa? Ne? Wäre jetzt so für uns nicht so interessant, glaube ich jetzt, ne? Meint. Aber das Maisgebiss, das hat mich irgendwie ein bisschen angelächelt. Das ja? Mais? Ja. Oh, das ist ein altes Ding, ne? Ein Fahr. Ja. Manchen. Hier hinten kannst du noch einen Hänger dran machen? Ja, deswegen. Ich meine, dann kann man auch fast schon alleine häckseln, wa? Ja. Oh ja, ein Zugmaul hat er da auch. Ja. Das ist eine Überlegung wert. Ich will mal gerne wissen, ich frage da mal nach. Wir können ja so ein bisschen jetzt hier, schon mal so ein bisschen zusammenfassen. Für mich würde der Güldner in Frage kommen. Dann vielleicht den ganz großen alten Kirowitz. Gut, der ist zwar ziemlich alt, aber hat ordentlich Leistung. Ich meine, das müssen wir auch mal so sehen, ne? Ja, und für was willst du den dann hernehmen?
Ja, für die schweren alles? Sachen. Ja, für die schweren Sachen. Ich meine, je nachdem, wie viel Geld denn da noch übrig bleibt, das können wir als letztes so machen. Aber was wir eigentlich am meisten haben müssen, ist der Häcksler. Das sagte Opa Siegfried ja auch. Ja, oder Drescher, du sagtest dazu, Drescher, ne? Drescher ist das Wichtigste. Oh ja, stimmt, Drescher auch. Also Drescher, dann den Anbauhäcksler, aber für den Anbauhäcksler brauchen wir fast einen Trecker. Komm, lass noch mal kurz zu dem Schlüter hingehen. Den noch wir uns anschauen. Ja, steht da kein Preis dran. Ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht. Ey, man, sonst ist er ja gut in Schuss, wa? Man, da passt ja auch alles dazu. Hey, sogar eine MF-Mulde hier. Ja. Ich meine, da wäre doch was. Wenn wir uns den leisten könnten, ne? Ich mein, ja gut, ich meine, dann sind wir sowieso erstmal die ganze Zeit in den Miesen, aber ich meine, 100.000, weiß aber nicht. Er hätte auch eine Rückparkeinrichtung. Hat er? Ja. Ja? Achso, ja gut, das wäre ja noch besser. Und vorne kann man dann zur Not noch ein Gewicht dran machen, ne? Ganz noch drauf. Ja? Der Kabine drin, also da, wo der Sitz ist. Ja. Gut, die Reifen sind vielleicht schon ein bisschen alt und ein bisschen porös, aber es geht noch. Die haben noch ein Profil. Ja, die gehen jetzt erstmal noch für die Saison. Hä? Wenn uns das Geld nicht ausreicht, wenn wir den kleinen Häcksler holen. Erstmal. Ja gut, je nachdem wie teuer der Drescher ist. Ne? Also sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, was schätzt ihr denn so? Ich kann ja erstmal mit dem Drescher erstmal hier ein paar Felder dreschen und dann weiß nicht, vielleicht, der wird uns nicht weggehen, oder? Nee. Und was wir dann auf jeden Fall eigentlich nochmal brauchen, ist ein Düngerstreuer. Entweder, weiß nicht, guck mal hier so ein MF, so ein etwas größeren. Oder anfangs denn. Weil das wird ja alles hier versteigert, gell? Ja, gut, aber. Weg ja. Ja, dann müssen wir dann auch mal. Ah, guck mal, so ein kleiner Streuer hier. Ich meine, gut. Können wir auch noch gut gebrauchen. Ja. So viel. Der Drescher, ne? Der hat's uns angetan, glaube ich. Wir möchten alles kaufen. Nee. So Mähwerke wären auch cool, aber das ist Luxus. Ja. Ich meine, mit welchem Trecker sollen wir das denn machen? Das ist, ja, eben. Ich meine, der ja, Heckmähwerk wäre nicht verkehrt, war? Ein so ein großes Heckmähwerk. Das kannst du dann an deinen. Bei dem Schlüter wird's gehen. Oder bei dem Kirowitz oder was das da für ein Ding ist. An dem Kirowitz sicherlich noch nicht, der wird ja eher die ganze Wiese walzen. An den IAC, amerikanischen Farmaltrecker wird das noch gehen. An dem Schlüter wird's auch gehen. Auch, ja. Ja, und guck, der hat so sogar von Hydraulik. Ja, ich glaube, das können wir uns. Dann sind wir schon über dem Budget, glaube ich. Ja. Es geht ja auch so. Also wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, was der Drescher so bringt, wa? Samu? Ja, genau. Und dann, ja. Würde ich sagen, dann fahren wir wieder zurück. Ja, dann würde ich sagen, wir haben soweit alles schon mal gesehen, wa? Komm, dann lass zurückfahren. Wir reden da mal mit dem Opa Siegfried da drüber, oder? Warte mal, ich mach mir hier noch schnell die Tür zu. So. Guck. Ich meine, so ein Förderband wäre nicht verkehrt. Was würden wir denn sagen? Ja, guck mal, hier gibt's ja zwei Ausführungen. Einmal mit seitlichem Schutz, so, dass zum Beispiel Ball nicht runterfallen. Ich meine, der ist sicherlich ein bisschen teurer. Oder den hier. Kostet denn so ein Förderband? Boah, keine Ahnung. Dass die Preise hier nicht dran stehen, ne? Ja, das ist ja jetzt hier VIP. Das machen die erst halt dran. So, Jungs, dann kommt. Dann müssen wir nun los. Am liebsten würde ich so einen Bagger auch noch mitnehmen. Ach, hier! Jungs! Mensch, das gibt's ja nicht. Der IRC ist fertig, ja? Der steht schon auf dem Parkplatz. Da gibt's ja nicht. Oh. Klasse. Nice. Hier, sogar mit Türen. Und die haben sogar seitlich Fenster. Cool. Ach, Ölwechsel cool. Haben die auch gemacht. Ja, klasse. Dann nehme ich den direkt mit, würde ich sagen, wa? Ja, nehme ich den direkt mit. Also gut, dann Marvin, dann fahren wir. Ja. Oh, komme ich da zwischendurch? Oh, das ist, der ist schön. Ist die Tür vom Bagger noch offen? Oh, nee, schade. Nee. Nein. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. So. Vorsicht, ich schau rüber. Ah, mach ihm Licht an. Ah, fährt. Ah, ich dachte, den haben sie ein bisschen schneller gemacht, aber nee, 30 fährt er. Aber das ist echt was. Also, da müssen wir uns jetzt in nächster Zeit was überlegen. Ich meine, gut, das muss auch mit Geld hinhauen, wa? Das sei dabei, ne? Oder ist dabei gesagt. Ja. Weißt du, können wir dann heute einen Ladewagen fahren? Soll ja schönes Wetter. Also komisch, gestern haben die einen Wetterbericht oder nee, vorgestern war es, ja? Ja, ich hab dir ja gesagt, das ist nur regional, also das muss ja nicht uns treffen. Ja gut, klar. Ich meine,
Die Leute vom Wetter, die können sowieso nicht immer das exakte Wetter vorsagen. Ja, genau. Aber du, jetzt ist das ja nebelig und beim Nebel soll ja immer schönes Wetter werden. Ne? Müssen wir sehen, dass wir nachher Ladewagen das dann noch zu Ende machen. Jo, da rast ja an mir vorbei. Du. Da gibt's ja nicht. Warum bin ich eigentlich den jetzt gefahren hier jetzt? Das ist Mann. Das gibt's ja nicht. Da müssen wir uns echt, also wirklich, da müssen wir uns jetzt in nächster Zeit was überlegen. Also an allererster Stelle wird, glaube ich, der Drescher stehen, weil wir haben dieses Jahr, ich glaube, wir holen uns sogar noch ein paar Felder hinzu. Und wir könnten das ja auch noch zur Not so machen, dass wir Aufträge entgegennehmen. Weißt du, wenn der Drescher so super läuft in der Saison und wir haben unseren eigenen Bestand, was wir natürlich als erstes abernten, ne? Und wenn wir dann noch was an Zeit haben, da können wir garantiert noch eben halt Aufträge erledigen, wa? Ich meine, mit den beiden Dreschern wäre das ja kein Problem. Ja, also, wir haben ja unseren alten. Und sag mal, wo ist der eigentlich? Der ist noch nicht beim Hof. Da muss ich auch noch mal telefonieren. Der ist noch nicht beim Hof. Ich habe ihn noch nirgendwo gesehen. Und Opa Siegfried sagte, da gab es wohl Lieferschwierigkeiten bei. Weiß nicht, das ist... Oh. Ja. Aber der muss jetzt auch demnächst die Tage kommen. Also da macht Opa Siegfried dann auch Druck. Ja, da müssen wir uns mal überlegen. Also wirklich, an erster Stelle würde ich sagen, der Drescher, definitiv. Und dann, ist es jetzt nicht dein Ernst. Und dann direkt als zweites dann den hier, den Anbauhäcksler und vielleicht den Schlüter sogar. Und ich möchte gerne den Güldner. Ja gut, apropos. Sein alter kleiner Güldner ist ja jetzt weggegangen. Und dann wäre ich schon fast dafür, dass wir zu 100% sogar den anderen Güldner nehmen. Ich meint, er ist ja richtiger Güldner-Fanatiker. Ja. Vielleicht können wir ihnen ja auch eine kleine Freude damit machen, oder nicht? Also. Wollen wir das so machen, wir sagen ihnen erst nichts vom Güldner? Können ja noch eine Freude damit machen. Oder nicht? Ja, lass ihn noch eine Freude damit machen. Ja, die freut er sich ja umso mehr. So. Und ich glaube, wir kriegen noch ein paar Tiere. Ein paar Kühe hat hier Opa Siegfried noch. Ich bin gerade auf der Suche nach dem Parkplatz. Nein, da auf dem Beton, den wir vor der Mauer. So. Aber ist das jetzt dein eigener Wagen, Samu? Ja, das ist mein Junge. Den habe ich finanzieren lassen. Echt? Was hat er denn oben für so rundum Leuchten da drauf? Ich kacke den Park, ich komme nicht raus. Wow. So, aber wir haben schon mal den hier. Den IAC wieder mit Allrad, das ist doch schon mal eine super Sache. Klasse. So. Da wird Sebi sich ja auch freuen. Was? Ja, bestimmt. So, warte mal. Man kann ja sogar hier, Scheibe. Das ist eine feine Sache. Ja, Seitenverkleidung haben die denn extra noch dran gemacht. Ich weiß nicht, die Rechnung macht wohl ein paar Tagen kommen. Ne? Ja, lass noch mit dem Opa Siegfried Bestandsaufnahme machen. Achso, ja, genau, klar. Aber warte mal, ich wollte ja noch die Eier, die hole ich dann noch ihm, ne? Ja, hol mal die Eier schnell. Ja, alles klar. Dann bis gleich. Moin, Opa Siegfried. Moin, mi Kelly. Ja, wo geht's? Das war ein schöner Tag, ich sag's dir. Ja. Also, Wahnsinnsgerät, was wir da haben. Wahnsinnsgerät. Hey, was mag der Kerl denn? Da ist er in bei mir in Kartoffelacker. Ist das Marvin? Mensch, warte mal, Marvin da denn mehr? Spöll da wer rum, wa? Da gibt's hier nicht. Was wolltest du sagen? Ja, wir haben viele Sachen gesehen und auch uns darüber Gedanken gemacht. Ja. Es gibt zwei Drescher. Da gibt's einen MF-Drescher. Oh. Und einen New Holland-Drescher. Oh. Ich würde eher zu dem New Holland Drescher tendieren, da der ein bisschen größer ist und die Flächen, was wir da haben, also das wäre schon profitabel. Ja. Du hast ja gesagt, dass da noch unser Dominator kommt. Nee, der Matador. Der Dominator, wie heißt der nochmal? Matador. Der Matador, genau. Ja, der Gigant, ja. Genau. Ja, doppelt so große Leistung, mehr Effizienz. Ja. So kann man schneller die 100.000 an Kredit abbauen. Boah, 100.000, oder? Das wird noch nicht einfach, wa?
Ja. Aber was wollen wir machen? Das ist halt so. Du, wir mutten ja was investieren, wa? Da geht ja nicht so nicht. Das ist, das, wa? So kommt man nicht voran. Nee. Sonst. Da mutten wir was in nächster Zeit dann überlegen, wa? Das, ne. Ja. Und was wäre da noch so? Also, wir haben jetzt da noch einen Anbauhäcksler mit dem Schlüter gesehen. Schlüter? Was ja. Für ihn? Ganz kleiner. Die Marke haben wir jetzt nicht mehr. Manu, weißt du welche? Manu, der sitzt so wie in einem Hühnerstall. Der ist so nicht da. Nee, Marvin, weißt du welcher das ist? Nee. Ich hab's mir jetzt auch nicht gemerkt. Ich ja, war das nun 5000er Profitrag oder wäre das nun ein ganz Lügen? Das ist nur eine Frau. Entweder kostet der 20.000 oder 100.000, wa? 20.000. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, also. Preisschilder waren jetzt nicht dran, da gibt's jetzt echt eine Auktion. Weder denn 1900er? Weiß ich nicht. Ja, und was wäre denn noch so, Samu? Ein paar Hänger wären da noch. Da oh ja. Ein Tausender hinlegen. Ja, gut. Verlieren. Ja. Das ist ja locker und leicht hingelegt. Ja. Und halt noch einen Düngerstreuer oder so. Brief ja. Da. Ja, gut, da brauchen wir auch eigentlich, wa? Ja, und genau Förderbänder. Förderbänder? Oh, da wäre nicht schlecht, wa? Für einen Heubaum, da. Du, da mutten wir uns nicht mehr mit so Quellen, wa? Der stieg da immer Baum hoch zu tillen, wa? Ja. Ja. Da muss man aber dazu sagen, da gab es zwei Ausführungen. Ach so. Einmal ja mit diesem Seitenschutz da oder mit dieser Begrenzung, damit er nicht so leicht rausfällt. Ja. Zu der würde ich eher tendieren. Ja, das ist du. Vielleicht geschickterweise Ballen und so. Ja, aber ist ja auch Dürde, wa? Ja. Ja. Nee, du, ich muss mir das noch im überlegen, da muss noch ein paar Dach umschlappen und dann müssen wir ihm kicken, wa? Ja, dann schauen wir mal. Ja, da wäre der Bärs. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ja ein Drescher. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ja, den Drescher brauchen wir auf jeden Fall, ja. Dann schnack ich mit dem Löw vom Händler und dann müssen wir ihm kicken. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wenn wir da bei der Auktion mitmachen wollen, dann müssen wir auch, Ja, der Auktion, der ist ja morgen. Morgen. Ja, morgen ist die Auktion. Ganz frau Optit. So, selben Uhr, ja. Ja? Selben Ach, so. Ja. Nun, dann blotten wir das erstmal bei hier, wa? Und dann mucken wir ihm sein. Ja, würdest du dann, 10.000 erstmal haben? Weil wir müssen, wenn wir da zu der Auktion hingehen, dann müssen wir erstmal 10.000 denen geben, damit wir überhaupt da mitmachen dürfen. Achso, ja, die 10.000, die hab ich wohl, ja. Ja, gut. Ja, die kann ich euch nachher noch geben, oder die gebe ich Manu, und der mag das ja. Alles klar. Ja. Wo steckt der Lümmel denn wer? Mensch, der Manu. Wo ist es denn? Marvin, wo ist denn der? Ich glaube, der ist noch draußen im Hühnerstall. Im Hühnerstall, ne? So, aber dann belocken wir das erstmal, der naut ja auch, wa? Und dann machen wir ihn kicken, wa? Dann schauen wir mal, ja. Jo, alles klar. Ich glaube auch schon, warte, Manu meldet mir gerade. Hä, der schreibt mir gerade bei WhatsApp. WhatsApp? Ah, das ist schon so weit. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wa? Oder wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Ciao.